Servus, willkommen bei BF Photography. Ich bin der Freddy, er ist der Bobby und heute geht es um 5 Tipps, bessere Porträtfotos zu machen. Heute geht es um ein paar Fotos und zwar: Der erste wichtigste Punkt ist, das Bild richtig anzuschneiden. Jetzt habe ich meinen Bobby hier für ein paar Fotos. Wir machen jetzt einfach ein Foto, das nicht so gut passt. Und zwar, es ist schwierig, so, ich mache jetzt einfach mal ein Bild. Okay. Also hier sieht man Bobbys Foto. Es ist im Grunde der Hintergrund sehr schön unscharf, Bobby selber scharf. Aber das Problem ist, außenrum ist alles so, ja, nicht wirklich toll und Bobby ist genau in der Mitte. Achtet bitte hier einfach auf die Drittelregel, die ist sehr wichtig auch. Wir machen jetzt das gleiche Foto nochmal mit Beachtung der Drittelregel. Tschack, das ist doch viel besser. Der nächste wichtige Punkt ist, dass man richtig anschneidet. Man sollte keine Finger abschneiden. Ich mache jetzt extra ein Foto. Das Problem ist einfach, man ist oft in schnellen Situationen, wo man sowas nicht beachtet. Aber versucht es trotzdem zu beachten. Macht ruhig ein bisschen weiter und dann könnt ihr mehr reinzoomen im Lightroom. Ich mache jetzt mal noch ein Foto. Das ist jetzt super, perfekt. Und so wäre es vielleicht nicht ganz so schön. Man sieht hier, die Hände sind abgeschnitten. Achtet drauf. Stellt euch lieber her, geht lieber weiter zurück und macht das Foto ein bisschen weiter weg. Dann sind die Hände mit drauf. Und unser Model schaut auch wieder gut aus. Um den Hintergrund etwas schöner hinzukriegen, braucht ihr nur eine offene Blende zu benutzen. Oder benutzt ein Teleobjektiv. Das geht genauso. Da könnt ihr auch ruhig mit Blenden arbeiten. Die, wo 5-6 Blende haben, ist kein Problem. Einfach weiter weggehen oder näher rangehen. Das geht auch. Jetzt gehe ich mal näher hin. Nur ein Gesichtsfoto. Wunderbar. Man sieht, der Hintergrund ist unscharf. Und Bobby selber, sein Gesicht, die Augen, alles wunderbar scharf. Ich blende jetzt extra ab auf eine 5-6er Blende. Fotografiere. Da sieht man, dass der Hintergrund ein bisschen unruhig wirkt. Ich habe hier einen riesen Vorteil jetzt. Ich habe den Bobby etwas angestrahlt durch die Sonne und der Hintergrund ist dunkel. Dadurch habe ich schon diesen Unterschied drin. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn er jetzt irgendwo hingeht, wo es sowieso dunkel ist, dann wirkt diese Richtung zu dem, was wir eigentlich haben wollen, zu dem Porträt nicht mehr. Also achtet auch darauf, dass ihr den Hintergrund mit dem Vordergrund ein bisschen auseinandersetzt. Ob durch Unschärfe oder durch Lichtunterschiede. So, jetzt mache ich noch einen kleinen Punkt und zwar die Anschneidung. Wenn ihr näher rankommt, wenn ihr Porträts macht, da wo nur das Gesicht drauf ist, das Kinn dürft ihr nicht abschneiden. Das ist total fatal. So, seht ihr, das schaut doch nicht ganz so toll aus. Natürlich kann man jetzt dagegen arbeiten, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt das Kinn abschneide, mache ich lieber oben den Deckel weg. Es hört sich hart an, aber es funktioniert und das Bild wird besser. Im Grunde könnt ihr einfach auf dem Fernseher ein paar Filme anschauen und sonstiges und man sieht ab und zu mal so Gespräche in den Filmen und da sieht man auch schon, wie die anschneiden oder wie auch nicht. Ja? Man sieht, dass die kein Kinn abschneiden, sondern eher nur das Hirn wegschneiden, sage ich jetzt mal. Ja? Ja, ist so. Der nächste Punkt ist, wenn ihr ein Bild macht, macht kein Porträt von ganz oben. Das schaut komisch aus. Jetzt schneide ich ihn extra mal die Finger an und das ist der nächste Fehler. Das habe ich euch ja vorhin gesagt, nicht die Finger anschneiden. Bobby,
Im Grunde kann ich jetzt nicht weiter weggehen. Ich habe meine 85 mm, hoffentlich sieht man mich. Ich habe meine 85 mm. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, Bobby, tu die Hände hoch, halte dich ein bisschen anders. Das, ja, und dadurch schneide ich ihn schon nicht an. Genau, tu mal entweder so oder die eine Hand in die Tasche rein. Wunderbar. Okay, jetzt gehe ich ein Stück weg. Und nochmal ein Bild. Zack. So. Was ihr auch nicht machen solltet, ist wieder das Anschneiden von den Knien, was sehr gerne gemacht wird, ein Bild gemacht wird, wo die Knie abgeschnitten wird. Achtet drauf, genau da sind so Zonen, das nicht passieren darf. Ich mache jetzt drei Bilder hintereinander, die ihr definitiv nicht machen solltet. Im Grunde wurde auf alles aufgepasst, das Einzige, was nicht passt, dass immer wieder irgendwas abgeschnitten ist. Was eigentlich sehr wichtig ist. Ja? Und jetzt die gleichen Bilder, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt drauf geachtet und versuche, das Ganze hinzukriegen. Okay, Bobby, pass auf, die Hand lässt du entweder locker runter. Genau. So, hier habe ich den Vorteil, dass die Hose ein bisschen weiter runter geht und dass man den Unterschied nicht mehr erkennt. Somit sieht man das Angeschnittene nicht am Knie. Wenn ich jetzt noch näher rangehe, dann muss ich wirklich nah rangehen. Da sieht man aber die Arme zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. So, jetzt tust du mal so, als wenn du fotografieren würdest, nach vorne. Ja, genau, sehr gut. Da ist der Baum dazwischen. So, jetzt habe ich hier das Problem, dass er mir die Kamera scharf stellt. Und nicht den Bobby selber. Okay, jetzt zu mir schauen. Sehr gut. So. Das ist ein Shooting von Bobby. So, was haben wir noch? Bildaufbau selber. Bildaufbau müsst ihr lernen. Es gibt so viele Sachen, wo man für bearbeiten muss. Bildhaltung, die Haltung selber. Da gilt es genauso mit den Linien. Linien und Punkte im Bild. Es hört sich immer lustig an, aber meine Bilder existieren meistens aus Linien und Punkten. Aufgehende Linien, abgehende Linien. Aufgehende Linien sind schöner zum Anschauen. Abgehende Linien sollte man vermeiden. Also, wenn er jetzt zum Beispiel die Hand nach unten hält, ist das ja eigentlich nicht ganz so toll. Das wirkt so unlocker und alles. Wenn ich ihnen sage, okay, nimmst die Kamera in die Hand, hältst sie zum Beispiel jetzt so, die andere Hand kannst du in die Hosentasche, somit verschwindet sie schon mal und dann kann ich ein cooles Bild machen. Den Kopf ein bisschen gerade, ein bisschen zu mir. Wunderbar, das schaut schon mal sehr gut aus. Ja, im Grunde bleibt es euch über was ihr für Bilder macht, versucht aber solche Sachen wie Anschneiden, Hintergrund, versucht es mit zu beachten, dass ihr den Hintergrund nicht mitmacht. Lernt, macht 1000 Millionen Fotos, lernt dabei, haut es ruhig irgendwo rein. Ihr könnt gerne jeden Fotografen fragen, der wird euch nichts Falsches sagen. Komm mal näher. Er wird euch nichts Falsches sagen, er wird euch nur gute Tipps geben. Ja. Ja. Einfach tausende von Fotos machen und immer wieder dabei bleiben, immer wieder Porträtfotos machen, Hintergrund suchen, auch ein bisschen Bildaufbau machen. Horizont habe ich auch schon mal angesprochen. Und nicht, Sonne. Nicht gegen die Sonne, weil... Das ist der nächste Punkt. Geht lieber Vormittag und Nachmittag fotografieren, so ab 4, 5 Uhr, weil mit der Sonne, da sieht man sehr harte Kanten vom Sonnenlicht. Das kriegt ihr vielleicht mit einem Blitz, aber eher weniger. Dann lieber gleich lassen und sagen, wir machen später. Bei uns geht es jetzt nicht anders, weil es so ist. Ja, wir machen jetzt weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist nur ein kleines Video von uns, wie wir jetzt hier mal abgehen. Wichtig ist, Porträtfotos, nichts Falsches anschneiden, richtig anschneiden. Machen, 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 machen. Üben, üben, üben. Üben, üben, üben. Wir üben auch noch. Also ich. Man hört nie auf. Es ist wirklich so. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass einen Daumen da. Oder Abo. Zwei, genau. Abspann, Entschuldigung. Ja, vergessen. Kommentare. Schreibt ruhig ein paar Kommentare rein. Auch ruhig ein paar Fragen, kein Thema.
auch ruhig ein paar lustige Kommentare, wo wir drüber lachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.